Und jetzt der Wochendurchblick mit Florian Streibel. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zum Wochendurchblick. Heute muss ich gleich zum Auftakt mal etwas Emotionales loswerden. Herzlichen Glückwunsch John Biden und Kamala Harris zur US-Präsidentschaft. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, welch ein Stein mir vom Herzen fiel, als der Nachrichtensender CNN vergangenen Samstag verkündete, das Demokratengespann hat es geschafft. Ein Ende der Beziehungskrise mit den USA rückt damit in greifbare Nähe. Doch was bedeutet Biden für Bayern genau? Meine Freude über den bevorstehenden Machtwechsel hat jedenfalls nicht nur sentimentale Gründe. Hier geht es um unser aller Sicherheit, Gesundheit und Wohlstand. Stichwort Wirtschaft. Im vergangenen Jahr haben wir Waren im Wert von mehr als 21 Milliarden Euro in die USA exportiert. Sie sind Bayerns wichtigster Außenhandelspartner. Der Wunsch unserer mittelständischen Maschinenbauer und Automobilkonzerne nach einer Abkehr von Strafzöllen kann ich vor diesem Hintergrund sehr gut verstehen. Doch machen wir uns nichts vor. Auch das Parteiprogramm der Demokraten ist gespickt mit protektionistischen Ideen. Dafür wird Biden auf Handelskriege à la Trump wohl verzichten, wovon auch die bayerische Wirtschaft profitieren dürfte. Stichwort Sicherheit. Die USA sind unser wichtigster Bündnispartner. Als bedeutendstes NATO-Mitgliedstaat verteidigen sie Europas Werte und unsere Freiheit. Deshalb wird auch Biden auf eine gerechte Lastenverteilung pochen und uns auffordern, bei den Verteidigungsaufgaben endlich unsere Hausaufgaben zu machen. Doch das sollten wir angesichts der Unberechenbarkeit Russlands und den unverhohlenen Machtstreben Chinas zu schätzen wissen. Stichwort Pariser Abkommen. Ohne die Mithilfen der Vereinigten Staaten werden wir auch den Klimawandel nicht in den Griff bekommen. Und die Corona-Pandemie zeigt uns, wie wichtig es ist, dass die USA sofort in die Weltgesundheitsbehörde WHO zurückkehren. Doch was mich heute eigentlich so optimistisch stimmt, ist das grundlegende politische Klima, das sich unter Präsident Biden stark aufhellen dürfte. Endlich werden wir wieder diplomatische Beziehungen auf Augenhöhe haben. Endlich können wir die transatlantische Freundschaft neues Leben einhauchen. Und endlich wird der amerikanische Präsident diese vielen Aufgaben im Tandem mit einer Frau angehen können. Eine, die sich als Staatsanwältin durchgebissen hat und die als Tochter eines Vaters aus Jamaika und einer Mutter aus Indien genau weiß, wie sich Rassismus und Ausgrenzung anfühlt. Eine Frau, die bereit ist, an die Arbeit zu gehen und nach vorne zu schauen. Auf diese neue Zusammenarbeit dürfen wir alle uns freuen. Bitte bleibt gesund und Gott schütze euch. Der Wochendurchblick mit Florian Streibel. Freie Wähler Landtagsfraktion.